So, hallo, erstmal herzlich willkommen. Wir sind hier bei dem Projekt Bühnenbau. Was wurde bis jetzt gemacht heute und was wird noch gemacht? Ja, hi, wir haben jetzt heute Morgen uns erstmal das komplette Skript durchgelesen. Wir haben geschaut, was für Szenenbilder gibt es überhaupt in der Aufführung. Wir haben jetzt überlegt, wie können wir das eventuell umsetzen und sind gerade dabei, das ein bisschen in Teams einzugliedern. Und ab morgen geht es dann wirklich los, dass wir anfangen, das Bühnenbild zu bauen und die Bühne Stück für Stück mit kleinen Gegenständen füllen, die eben die Szenenbilder beschreiben. Mhm. Also, hallo erstmal. Hallo. Wie findest du dein Projekt bisher? Ganz gut. Es gefällt mir auf jeden Fall. Ist nicht zu langweilig und macht einfach nur Spaß. Und was macht ihr so? Also, wir haben die Aufgabe, Better World nachzubauen in Minecraft. Hallo, wir sind heute hier mit der Frau Baumann. Und ich wollte Sie mal fragen, was Sie hier machen quasi. Ja, ich habe so zwei Aufgaben. Zum einen betreue ich das Filmprojekt mit unserem echten Filmer, der übrigens 7 Sprachen spricht. Wir haben hier Russisch, Englisch und Deutsch parallel laufen gerade im Moment. Das ist so der eine Job, den ich mache. Und das andere ist, dass ich im Hintergrund versuche, mitzuhelfen, die Projekte zu verzahnen. Also ich habe Räume gebucht, wer ist wo und dass wir jetzt im Trio sind, in der Stadthalle. Mhm. Da war ich beteiligt. Heute habe ich unsere Hauptdarsteller rumkutschiert, von Ort zu Ort gebracht, je nachdem, wo sie gebraucht worden sind. Also ich mache gerade das, was gerade gebraucht wird. Und Orga im Hintergrund halt. Dankeschön für alles. Danke auch. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. Okay, also wir sind hier gerade im Schneiderprojekt mit der Malia und mit der Ida. Und wir wollten fragen, wie ihr das Projekt bisher so findet. Also mir gefällt das Projekt bis jetzt sehr gut. Also man kann eigentlich seine Kreativität einen freien Lauf lassen und kann eigentlich so machen, was einem im Kopf ist. Und was macht ihr jetzt mit den T-Shirts? Wir besprühen die gleich da mit diesen Farben. Mhm. Und dann malen wir vielleicht noch ein bisschen was drauf. Also das wären so T-Shirts für diese Demonstranten. Und dann drucken wir mit Blättern, also dass es so Naturprint hat. Genau, wir sind ja beim Bühnenbild und das heißt, wir bauen quasi das Bild für die Bühne. Dafür brauchen wir verschiedene Dekorationsgegenstände und die halt möglichst gut die Szenen beschreiben. In dem Fall geht es hier gerade um eine Demonstrationsszene auf der Straße. Wie fandest du das Filmprojekt bis jetzt? Sehr toll. Fantastisch. Toll. Bombastisch! Einfach umwerfend. Supi. Entspannt. Einfach mega! Hallo, ich bin Amina aus dem Projekt The Making of Teil 1 und ich interviewe heute Paul aus der Fotografiegruppe. Also die erste Frage ist, was macht ihr in eurem Projekt? Wir gehen rum und machen Fotos von allen verschiedenen Projekten und am Ende wird von jedem ein Bild ausgestellt, was uns am besten gefällt. Und was hast du aus diesem Projekt selbst gelernt? Wie man mit der Kamera umgeht, das wusste ich gar nicht, die verschiedenen Einstellungen. Ja. Und wie gefällt dir das Projekt selber? Mir gefällt das Projekt sehr gut, ich bin sehr froh, dass ich da reingekommen bin. Dankeschön für das Interview. Hi Jens, für diesen Film 1, wo wir Luca haben, der in seine Welt zurückgeht,
wäre es ganz cool, wenn wir einen Avatar hätten. Hallo Leute, ich bin Shema und ich komme von dem Projekt The Making of Teil 1. Das ist Lorena und Rana. Und welches Projekt seid ihr? Wir sind im Filmprojekt. Ja, und ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Die erste Frage ist, also was macht ihr in eurem Projekt? Also wir schauen uns Filme an und kleine Videoclips, die bearbeiten wir dann zusammen, schneiden die, uns werden Programme gezeigt und ja, das wird uns gezeigt, wie es am besten aussieht, dunkler, heller, manche Videos, worauf man achten muss und genau. Ja, also und wie gefällt euch euer Projekt? Gut, mir gefällt's, wir lernen sehr viel dazu. Genau, es macht sehr Spaß, die Gruppe ist auch sehr nett und der Lehrer kann sehr gut erklären und ist sehr entspannt. Ja, was habt ihr so bis jetzt von eurem Projekt so gelernt? Wir haben gelernt verschiedene Programme, wie man die zusammenschneidet, welche Apps man dafür am besten benutzt, wie das alles aussieht hinter den Kulissen, wie man Filme, was man dafür alles braucht und was ein Team und da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Und genau. Ja. Ja, okay, danke für das Interview.